Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Ich freue mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Kena Bridge of Spirits eingeschaltet habt. Ladies und Gentlemen, wir haben gerade den Maskenmacher besiegt und ihr seht's, da vorne fängt es leicht an zu schneien und wir waren genau hier an dieser Stelle stehen geblieben und haben uns auch noch gar nicht weiter umgeguckt. Das werden wir jetzt tun. So, Toshis Reue. Und wir haben jetzt genau tatsächlich hier noch ein letztes Tor und einen letzten Geisterpfad, die wir einmal erkunden müssen. Und auch das werden wir tun. Ladies and Gentlemen, wenn ich heute so ein bisschen unkonzentriert bin, ab und zu mal ein komisches, schmerzverzerrtes Gesicht mache. Ja, was soll ich sagen? Es ist etwas zurückgekehrt, was ich ja eigentlich nicht gehofft hatte, dass es wieder da ist. Nein, mal nicht der Rücken. Einfach meine Magenschmerzen sind wieder da. Ich habe heute mal einen Tag ohne meine Tabletten verbracht, einfach weil ich sie vergessen habe. Und habe jetzt wieder irgendwie heftigste Magenschmerzen. Und ich fürchte, ja, ich komme um weitere Untersuchungen mittlerweile dann doch nicht mehr drüber rum. Also das nur am Rande. Das soll euch jetzt in der Stimmung gar nicht irgendwie verstören, stören und wie auch immer. Oh, guck mal, wir werden jetzt erstmal... Oh mein Gott, bester Meditationsplatz der Welt. Wollte jetzt aber auch nichts ausfallen lassen. Also nicht noch mehr. Heute ist ja schon ausgefallen. Und probiere jetzt mit meinem Magentee zusammen ein wenig zu meditieren. Ja, der Maskenmacher war ein spannender Gegner. Es bleibt noch einer. Ein einzelner Gegner und dann könnten wir zum finalen Endkampf langsam vordringen, denke ich. Aber gut. So, wir werden jetzt mal in das Haus reingehen, vielleicht. Und ich finde, alleine das hier finde ich schon echt geil mit diesen Schalen. Ich weiß, wir haben, glaube ich, jetzt mal mit ihm geredet gehabt. I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. Oh, wir können gar nicht rein. Ich hätte gehofft, dass wir hier rein können. Okay, dann lass uns mal hier in die Ecke laufen. Ich weiß nicht, ob wir hier großartig weiterkommen. Oh, aber es sieht so aus. Guck mal, es sieht auf jeden Fall so aus. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Guck mal, aber da ist zumindest ist hier eine Brücke. Können wir uns irgendwo langhangeln? Weil so werden wir ja locker sterben, wenn ich jetzt springe, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt vorgesehen ist, weil sie steht ja alleine hier schon irgendwie. Ah, pass auf. Das wird... Ja, guck mal. Das wird, glaube ich, das Ende sein. Also mehr als, dass wir jetzt sterben können, kann ja nicht passieren. Ja, okay, komm. Also, hier dürfen wir noch nicht hin. Es sah so verführerisch aus, aber ich glaube, dort werden wir am Ende dann hingehen. Ich guck mal, ob es das jetzt... Okay, gut. Also, das hat es gespeichert. Gut, dann werden wir einmal umdrehen und uns zu dem Tor begeben. Ich glaube, meine Stimme ist gerade weg, ne? Ich glaube, wir werden das auch ablaufen, weil hier, Ladies and Gentlemen, ist ja die Verderbnis jetzt weg. Vielleicht finden wir hier jetzt noch ein paar Sachen. Oh, ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Ah, du solltest die Kante greifen und sie macht einen Hechtsprung. So, zweimal in kürzester Zeit haben wir sie auf dem Gewissen. Die Arme. Ich wollte einfach nur ganz normal runter. So. Und da hat sie nämlich dann den Hechtsprung gemacht. Eigentlich wollte ich mich ganz elegant hier rüber schwingen.
Okay, es sieht so aus, als müssten wir hier tatsächlich durch. Da können wir wahrscheinlich auch wieder nicht runter. Doch, können wir. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal ein bisschen abgekürzt. Weil vielleicht finden wir ja noch was. Wir finden bestimmt noch was. Guck mal, also, das zählt alles noch zum Dorf. Also prinzipiell ist alles ein einziges, riesiges Dorf. Aber wir werden hier safe noch irgendwelche Sachen finden. Ist nur die Frage, wo? Okay, hier nicht. Wasserfall, schlechte Idee. Okay, das sieht gar nicht so aus, als würden wir hier jetzt großartig weiterkommen. Ach, wie blöd. Na gut. Also doch oben lang. Schade. Ich hätte es mir jetzt anders gewünscht. Okay, ist jetzt die Frage, wie kommen wir hier aus dem Wasser raus? Ich sehe jetzt nicht wirklich eine Stelle, wo wir hoch können, weil hier kann sie ja meistens nicht hochspringen. Sie braucht irgendwas Flaches. Ich sehe keine Stelle, wo wir hochkommen. Ach Mann. Ich habe es gerade irgendwie so ein bisschen verkackt. Kann es sein? Können wir da hinten rausschwimmen? Entschuldigung. So erkundet man auch Gebiete. So, weil hier kommt sie ja auch nicht hoch. Ärgerlich. Bomben. Oh, warte mal, da war eine Stelle. Hier ist eine Stelle. Hier, ich habe sie gefunden. Er hat ja überhaupt nicht danach ausgesehen, nach irgendeiner Stelle, ne? So, da können wir auch nicht lang. Schade. Schade, schade. Weil es wird ja sicherlich hier noch Sachen zum Einsammeln geben und vielleicht auch noch ein paar Rods. Also, erhoffe ich mir jetzt, auch wenn es gerade irgendwie nicht danach aussieht, ne? Guck mal, da ist der Pfad. Da werden. Ich will immer hier. Da lang. Saal des Dorfvorstehers. Da müssen. Oder da ist der Endkampf. Das kann auch sein. Oh, da freue ich mich drauf. Aber gut, da sollen wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht hin. Komme ich hier runter? Nee. Irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen. Weil hoch macht ja weniger Sinn. Eigentlich will ich ja runter. Aber auch hier sieht es aus, als würde es hochgehen. Aber warte. Ich glaube, nee. Freunde, ich habe keine Ahnung, wie wir hier aus der Nummer wieder rauskommen sollen, ohne Teleportation. Ich glaube, vielleicht ist es doch klüger, wenn wir uns jetzt mal kurz ein wenig raus teleportieren. Ich weiß gerade nicht, wie wir rausgelaufen kommen. Sorry, ich hätte gedacht, dass wir noch irgendwas einsammeln können, aber ich komme hier irgendwie nicht anders raus. Oder ich sehe den Weg gerade nicht. Einfach runterspringen. Aber das klappt ja auch nicht. Über die Portale, ne? Weil da oben sehe ich nämlich eine Träne. Ah, guck mal, warte. Okay, das wäre der reguläre Weg gewesen, ne? Beziehungsweise, das ist der reguläre Weg. Aber dann muss es doch auch so hier runtergehen. Okay, was habe ich jetzt nicht gesehen? Oh, das ist hier rüber. Oh, ich weiß es nicht. Warte mal, wir probieren mal. Wir werfen mal eine Bombe. Und da oben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der Weg war, ne? Aber ich glaube, dass wir da nach oben hinkommen. Irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen, oder? Okay, jetzt sind wir hier. Aber doch, guck mal. Also theoretisch können wir doch hier jetzt lang. Doch, das war gut. Was es für einen Unterschied macht, wenn hier plötzlich Licht ist, ne? So, das schaut doch fabulös aus. Ja, wir haben's. Es war eine schwierige Geburt, aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Eine schwierige Geburt. So, und hier können wir doch auch ganz normal runter. Ja. Jetzt haben wir es.
Ich wollte tatsächlich wirklich den normalen Weg, weil ich zum einen gedacht habe, wir können irgendwie was einsammeln, wie ich ja schon sagte, und zum anderen einfach auch dieser Erkundung Spaß macht. Oh, weißt du, ich habe genau diese Träne hier gesehen. Ach, hör doch auf. Ja, hier, die haben wir das letzte Mal schon gesehen, wo auch immer die hingehören. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, dann laufen wir jetzt exakt diesen Weg hier lang. Da müssten wir ja zum dritten Pfad kommen. Und der müsste tatsächlich auch irgendwo hier rüber führen. Gucken wir mal. Ach, irgendwie freue ich mich ja auch so ein bisschen, wenn alles vorbei ist. Müssen wir hier lang? Ja, vielleicht. Ja. Wir können mal gucken auf dem Weg, ob wir irgendwo noch Geisterpost abgeben können. Ob wir irgendwas sehen. Aber hier haben wir überall schon Post hingebracht und abgegeben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Nee, wobei. Da lang? Auch nicht. Eigentlich eher mehr da lang. Aber hier ist ein Haus. Hä? Ah, jetzt bin ich schon wieder komplett verwirrt. Oh, pass auf, vielleicht dieser Weg hier. Das könnte passen. Hingen sie da jetzt an irgendwas fest? Ah ja, guck mal, ich sehe es schon. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es und hier ist auch Verderbnis. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ja, ja. Okay, Freunde. Hier ist Verderbnis und hier legen wir jetzt mal los, ne? Irgendwelche Bomben, die wir vorher... Weiß ich nicht. Ja, viele sind es hier auf jeden Fall. Gut, wir greifen mal so wieder an. Dam, 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 dam. Nächster. So. Komm her. Zack. Und... Diesen Spritangriff finde ich auch ultra gut. So, waren das jetzt alle? Nein, waren es nicht. Da sehe ich doch noch einen, der Angst hat vor uns. Super gut. So, also hier sind auf jeden Fall mehr. Und jetzt mal ein bisschen was. Ah, wow. Locken haben wir ja auch noch. Also ich finde das Gute, dass wir halt so kampftechnisch echt viele verschiedene Möglichkeiten haben, anzugreifen, auszuweichen. Guck mal, siehst du, da haben wir echt ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu kämpfen. Das finde ich echt gut. Finde ich richtig gut. So, zack, meins. Noch jemand? Nein. Ah, was so beginnt, das kann nur gut werden, vielleicht. Okay, was haben wir jetzt aktiviert? Ah, die Teile. Bis man manchmal rauskriegt, was man aktiviert hat, Freunde, ne? Ist das schon längst wieder vorbei. Und es waren nur drei, ne? Haben wir jetzt was eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Also, wo genau müssen wir denn jetzt hin? Eigentlich eher nach da. Aber in dieser Gegend waren wir hier auch noch überhaupt nicht. Deswegen werden wir uns hier natürlich ein bisschen umgucken erstmal. Versuchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Kappe. Geil. Die finde ich cool. Richtig gut. Ja, was wir hier so finden. Schätze. Siehst du, wie viel... Ah, guck mal, ja, Karma-Punkte fehlen uns tatsächlich noch einige. Aber wir haben ja auch gesehen, dass wir gar nicht mehr so viel freischalten können. Okay, hier drüben... Ah, siehst du, dann müssen wir doch noch drüben. Ja, ja, gut. Ich stehe blöd, merke ich gerade. Ist halt die Frage, ob das gleich aufhört, sich zu drehen.
Ich bin zu langsam. Okay, das hatten wir schon. Das noch nicht. Oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Yes. In das Haus können wir nicht rein. Da ist alles zugemauert. Oder verbrettert, verbarrikadiert. Das hatten wir schon. Hier ist ein Weg, den wir hochgehen können. Und hier wäre gleich das Tor. Richtung Tor. Oder erstmal das da hinten. Mich reizt ja erstmal das hier hinten. Wo war denn das? Dieser zweite Weg reizt mich jetzt erstmal. Weil vielleicht erhalten wir so noch irgendwie was. Was uns noch ein bisschen stärker macht. Bevor wir da in den letzten Pfad reingehen. Oder wir finden einfach irgendwie sowas. Das war leer. Skandal. Aber ich überlege gerade, guck mal, hier waren wir doch schon. Ja. Ah, dann ist die Frage, siehst du, dann kommen wir hier so gar nicht hin. Dann brauchen wir hier vielleicht entweder Geisterpost oder irgendwas anderes. Ah, doch, guck mal, hier, ja, hier müssen wir Geisterpost erst noch finden. Ja, okay. Also wird das eine einzige Geisterpost sein, die wir suchen müssen. Und hier oben, guck mal, hier oben haben wir eine, die wir wegbringen können. Theoretisch, aber wie kommen wir da hin? Also wir haben die gefunden, aber... Warte. Was für ein komplizierter Eingang. So, wir liefern die Post aus. So ein großes Haus, ne? Und es war Frieden. Oh mein Gott. Also wenn du sowas im Haus hast, dann solltest du ganz schön den Kavalier rufen. Und wieder Geister befreit. Siehste? Ah, Mann, guck mal, die ist leer. Warum? Nur die hat was? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Okay, 20. 20, kommt schneller. Wir haben keine Zeit. Wir haben nur noch eine Minute. Schneller. Zack, das muss schneller gehen. Ich probiere es jetzt einfach mal so, ohne dass mir die Rods helfen. Vielleicht schaffen wir es. Ich probier's. Los! Wo sind die nächsten? Komm. Wir haben keine Zeit. 11 noch. Das schaffen wir. Bin zuversichtlich. Schaffen wir. 10, 9. Los. Wo? So, 8 noch. Halbe Minute noch. 8, 7, 5. Schneller. 4, 3. Los. 2 noch. Los. Bleib doch hier. Einer. Letzter. Schneller. Los. Weg. Yes. Geschafft. Und es gab ein paar Karma-Punkte. Oder eine Kiste. Und wie sich die Rods freuen. Yay. Da bin ich jetzt gespannt drin. Da sind meistens so die richtig coolen Sachen drin. Oder auch einfach nur noch ein weiterer Rod. Herzlich willkommen Nummer 70. Aber es ist zumindest eine runde Zahl. Schade, dass wir die so groß... Jetzt raff ich das. In diesem Haus erst diese und dann die große. Okay, Challenge accepted. 18, aber bestimmt schwieriger. Nee, 18 sind mehr, glaube ich. Okay, wir probieren. Möglichst alle dicht nacheinander.
Oh mein Gott, ich sehe auf jeden Fall irgendwas Großes. Versucht uns zu malträtieren. So, pass auf. Deck. Ah ja, ja, ich sehe schon. Irgendwas Großes ist da zu unserer Rechten. Das da. Pass auf, warte, warte. Da haben wir so Fliegezeugs. Auch ganz furchtbar. Warte. Wo bist du? Weg, weg. Mann. Ah, die verderben's mich ja. 6, 5, 4. Ich hab keinen Pfeil. Ich hab keinen Pfeil. Ach, Himmelarsch. Kann man von denen nicht ein paar neue hier jetzt noch? Das schaffen wir natürlich nicht, wenn jetzt hier so viele Scheißzeugs. Mann. Fuck. Ah, was hab ich denn für die Kacksicht? Fuck. Ich komme aus dieser Sicht nicht mehr raus. Leute, ich hänge irgendwo im Boden fest. Fuck. Hilfe. Scheiß Fliegeteile am Arsch, Alter. Am Arsch. Verdammt. Oh, das ist der Letzte. Das ist der Letzte. Stopp doch. Auf die letzte Sekunde, oder? Oh mein Gott, mein Magen. Ah. Ey, ich kam aus dieser dämlichen Sicht nicht raus, ne? Ohne Witz. Ah. Was liegt denn hier für ein Fluch drüber? Und jetzt ist die dritte aktiviert und verflucht. Oh mein Gott. Aber es ist bestimmt eine ganz... Also irgendwas ganz Fieses jetzt. Beide 30. Let's fetz. Aber so viel mehr Zeit war das jetzt auch nicht, ne? Aber vielleicht kommen die jetzt ein bisschen höher frequentiert. Ich weiß auch nicht. Also, pass auf. So, schneller. Nächster. Ja, jetzt schon wieder Fliegeteile. Ich sehe sie, sehe sie, sehe sie, sehe sie, sehe sie. Probier mal so ein paar Massenangriffe irgendwie. Sie schnetzelt sich einfach komplett durch. Okay, es könnte vielleicht klappen. Wir haben noch 6. Warte. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, was sind denn das für... Okay, die letzte Kiste ist schwer. Die letzte ist schwer. Die letzte ist echt schwer. 4. Ah, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ah, das schaffen wir nicht. Fuck. Okay. Das ist schwierig. Das schaffen wir nicht. Aber wir könnten es schaffen. Wir waren relativ nah dran. Nur... was für Attacken müssen wir da wählen? Gute Frage. Nächste Frage. Upgrades. Können wir tatsächlich keins mehr machen? Da fehlen uns noch so minimale Karma-Punkte für das allerletzte Upgrade. Denk, 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 denk. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht war ja die erste Taktik doch besser als die, die ich jetzt hier, ich weiß ja nicht, gefahren bin, habe tun. Habe tun, das ist Deutsch. Gut ist ja, wenn die uns alle so in der Masse angreifen. Dieses große Ding und dieses Fliegeding macht mir ja ein bisschen Kopfzerbrechen. Ah, das wird in der Zeit jetzt schon wieder knapp. 11. Oh mein Gott, da hast du einfach auch diesen Typen. Nee. Also die letzte Kiste, da muss ich irgendwie noch andere Skills mitzulegen. Aber ich will diese Kiste haben. Ich will sie haben. Ich will sie haben. Ist natürlich ein gutes Training. Darfst du nicht. Also, was haben wir denn alles für mögliche Attacken?
Und dabei hätte ich gedacht, wir haben eigentlich alles schon irgendwie. Wir können natürlich auch mit dem Rod-Pfeil. Ich probiere es nochmal. Ich weiß halt nur gerade noch nicht, mit welcher Taktik. Können die Rods nicht mal mithelfen? Das Problem ist, warum mache ich das nicht? Weil ich gefühlt zu lange brauche, um sie zu aktivieren. Genau. Weil das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, jetzt beteiligt euch, kämpft mit drauf los. Ich probiere jetzt einfach mal bei ihrem Start zu bleiben. Vielleicht klappt das besser. Und darf einfach nicht zu viel Zeit verlieren. Das Problem ist, dass einfach jetzt auch so richtig Scheißdinger wieder oben sind, ne? Also einfach mal den, wo du so episch lange brauchst. Dann hast du die hier. Dann hast du nochmal so einen. Und dann hast du nochmal so einen. Oh Mann, zwei nur noch. Einer nur noch, einer nur noch. Ah, Mann. Ah, fuck. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das hat jetzt eigentlich nur noch an dem hier gehangen. Okay. Also war die erste Taktik beim Start zu bleiben gar nicht so schlecht. Wir lassen sie einfach alle auf uns zukommen und dann schnitzen wir einfach nur mit dem Stab um uns herum. Und probieren sie einfach ein bisschen schneller irgendwie zu erwischen. Ja, ich dachte, wenn ich jetzt gerade mal günstig stehe, kann ich auch die da jetzt noch mit einsammeln. Aber, oh mein Gott. Also, hier ist es jetzt schlechter auf jeden Fall. Gott, den großen habe ich ja noch. Den großen habe ich einfach noch vor mir. Schieß doch! Oh, ich komme nicht an meinen Bogen ran. Ach, so ein Dreckmist, Mann! Wobei, die kriegt man ja auch so. Ah, fuck. Einfach fuck. Einfach fuck. Mann. Nicht das Richtige für Magenschmerzen. I know, I know. Komm, ein letzter Versuch. Ein letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann probieren wir das nächste Mal vielleicht. Wir waren so nah dran. Komm raus, schneller. Ihr müsst schneller kommen, Gegner. Weil ich glaube, wenn wir ihre... Guck mal, wenn wir das hier aktivieren, nimmt das auch immer einiges noch mit. Deswegen hatte ich das ja zwischendurch gemacht, weil das nämlich, glaube ich, auch einen Effekt auf die Fliegeteile hat. Verdammt, Mann! Ah, du! Der macht mir jetzt echtes Leben schwer. Mann. Fuck off, Alter. Das gibt's doch nicht. Leck mich. Oh, der macht mir auch das Leben echt schwer. Mann. Ja, jetzt sind noch zu viele übrig. Verdammte Axt. Mann, das ärgert mich.